Im Sommer 2019 war ich für einige Wochen beruflich in Lettland bei einem Kunden in Ventspils tätig. Während der Zeit dort in Ventspils habe ich mir die Stadt und die nähere Umgebung etwas angesehen. Für die Reise nach Lettland habe ich diesmal nicht das Flugzeug genommen, sondern bin mit meinem Gespann, also meinem Auto und dem Anhängerzelt, mit der Fähre über die Ostsee geschippert. Die Stena Line startet meistens pünktlich in Richtung Liepāja, daher ist es ratsam, früh genug durch den Check-in zu fahren. Wartet dafür lieber ein paar Minuten länger am Quay auf das Boarding. Die Fähre startet täglich vom Nordlandkai in Travemünde und führt durch die westliche Ostsee an der Südspitze der dänischen Inseln vorbei, weiter nach Bornholm und dann auf die offene Ostsee hinaus. Die Überfahrt dauert etwa 27 Stunden. Das kann schon lang werden und daher solltet ihr eine der Kabinen an Bord für die Fahrt buchen. Meine erste Überfahrt habe ich in einem Schlafsessel verbracht und das war nicht so wirklich spannend. Die Kabinen auf der Fähre sind recht geräumig und reichen definitiv für die eine Übernachtung aus. Zu der Kabine gehört ein vollständiges Bad inklusive Dusche mit ausreichend warmem Wasser. Eine Außenkabine mit Fenster ist nicht unbedingt nötig, da sich die Bullaugen der Kabinen sowieso nicht öffnen lassen. Außerdem bin ich ja eh nur zum Schlafen in der Kabine und da reicht auch eine Kabine ohne Fenster vollkommen aus. Vom Deck der Fähre aus lassen sich während der Fahrt über die Ostsee wunderschöne Sonnenuntergänge fotografieren, wenn denn das Wetter es zulässt. Von Liepāja geht es nach der Fährfahrt noch einmal für etwa anderthalb Stunden mit dem Gespann über die nicht so wirklich gute Landstraße P111 Richtung Norden bis nach Ventspils und dort auf den schön im Wald gelegenen Seaside Campingplatz. Der Seaside Camping ist ein Platz mit etwa 100 Stellplätzen und verfügt zusätzlich noch über etwa 30 Hütten mit verschiedener Ausstattung. Unter dem Video verlinke ich mal zu der Internetseite. Im vorderen Bereich in der Mitte des Platzes liegt das Küchengebäude, in dem sich auch die Sanitäranlagen befinden. Zusätzlich befinden sich auf dem Platz noch zwei weitere Sanitärhäuschen mit mehreren Toiletten und Duschen. Genau in der Mitte befindet sich ein Stellplatzbereich, der sehr wenig Schatten bietet, aber dafür eigentlich immer voll belegt ist. Neben dem Platz befindet sich eine Zeltwiese, die auch mit Stromanschlüssen ausgestattet ist. Der Campingplatz bietet alles, was man so braucht, von Sauna über Hot Tub, einem kleinen Saal für Feiern, freistehende Pavillons für kleinere Feiern und einen kleinen Konzertplatz mit Tribüne gibt es auch noch auf dem Platz. Ich habe mein Zelt im hinteren Waldbereich aufgestellt. Dort war es bei meiner Ankunft komplett leer und ich hatte den Wald sozusagen für mich alleine. Eine der ersten Erkundungstouren, die ich unternommen habe, war einmal mit dem Fahrrad durch Ventspils zu fahren. Die Stadt hat unglaublich viele Gesichter, von grünen Wäldern über sozialistische Plattenbauten bis hin zu Villenviertel und natürlich den Küstenbereich nicht zu vergessen. Thank you.
Die Verkehrsführung ist hier allerdings so in manchen Bereichen etwas gewöhnungsbedürftig. Und natürlich bietet eine solche Stadtrundfahrt auch jede Menge Möglichkeiten zu fotografieren. Nachdem sich der Sturm wieder gelegt hatte, habe ich das schöne Wetter genutzt und bin an der Küste von Ventspils aus in Richtung Norden gefahren. Hier kommt man an Irbene vorbei, an der sich eine alte russische Kaserne und ein altes Radioteleskop befindet. Die Kaserne konnte ich mir nicht ansehen, da hier das lettische Militär gerade eine Übung abhielt. Das Teleskop habe ich mir aber angesehen. Der Ort hat seinen Namen von dem Fluss Irbe, der hier durch die Wälder fließt. Der Irbe ist ein sehr beliebter Fluss bei Paddlern und Flusswanderern und schlängelt sich unter verschiedenen anderen Namen vom Landesinneren bis zur Mündung in der Ostsee.
Mein nördlichstes Ziel heute war der Küstenabschnitt bei Kolka, der auch für die Letten ein beliebtes Ausflugsziel ist. Dies war auch der einzige Parkplatz, an dem ich tatsächlich für ein Tagesticket 1 Euro bezahlen musste. Kolka, dieser Küstenabschnitt, ist deshalb so besonders, weil man von hier aus bei Niedrigwasser bis zu dem in der Ostsee, also vor dieser Küste gelegenen Leuchtturm wandern kann. Das Wasser reicht einem dabei trotzdem immer noch bis zu den Waden hinauf. Die Küstenformation erinnert ein wenig an Grenen in Dänemark, nur alles irgendwie ein bisschen kleiner. Etwas, das mir besonders positiv an Lettland aufgefallen ist, sind die kilometerlangen, sauberen und fast menschenleeren Sandstrände. Mein zweiter Ausflug ging zum Utsavar Leuchtturm. Dieser liegt ziemlich in der Mitte zwischen Ventspils und Liepaja. Auch hier habe ich wieder einen fantastischen Sandstrand vorgefunden und war wie so oft die einzige Menschenseele weit und breit. Am Strand bei dem Leuchtturm befindet sich ein Picknickplatz, der auch über zwei Feuerstellen verfügt. An dem Picknickplatz befindet sich dann auch ein Parkplatz, mit dem man mit seinem Wohnmobil auch mal für eine Nacht übernachten kann. Da in Lettland das Übernachten in der Natur erlaubt ist, lädt dieser Platz mitten im Wald und mit direktem Zugang zum Strand auf jeden Fall zum Übernachten ein. Etwa 50 Kilometer östlich von Ventspils liegt die Seenplatte Usmas Evers. Das Seengebiet wird von dichtem Wald umringt und bietet ein hervorragendes Wander- und Wassersportgebiet für alle Outdoor-Fans. Im Osten des Sees kommt man aber nur sehr schwer mit dem Wagen an den See, da alle Buchten im Privatbesitz sind oder als kommerzieller Campingplatz genutzt werden. Mit dem Auto ist es dort möglich, durch das gesamte Waldgebiet auf mehr oder weniger befestigten Wegen zu fahren. Im Westen des Sees befindet sich die Stadt Usmas. Hier kommt man bequem an den See und es gibt einige Einstiegsstellen, um zum Beispiel mit dem Kajak über den See zu paddeln. Also hat Lettland außer Riga definitiv auch noch andere Sehenswürdigkeiten in der Natur zu bieten. Wer auf Berge verzichten kann, gerne mit dem Kajak unterwegs ist, an langen, sauberen Sandstränden liegen oder spazieren gehen oder einfach nur die Natur genießen möchte, den empfehle ich mal eine Reise in das Land im Baltikum einzuplanen. Auf jeden Fall würde ich die Reise mit der Fährfahrt über die Ostsee verbinden, denn alleine das hat schon seinen Reiz.